Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, machen wir weiter. So, wir sind jetzt schon im Versteck von Romulus, das heißt, wir machen das gleich gemeinsam auf. Davor aber, ich habe es geschafft, natürlich die Exotiker-Rüstung endlich mal zu schaffen, denn das letzte Stück, dieser Schrumpfkopf, den wir gesucht haben die ganze Zeit, die kann man sogar als allererstes finden, denn der ist genau hier bei diesem einen Schatz. Von all den Schätzen, auch noch geil, musst du den hier genau mit Glück oder finden, wenn du es jetzt nicht googeln würdest, so ohne Wissen. Dann, das zweite ist natürlich bei Romulus Versteck, was wir auch gefunden haben, als sogar als erstes. Das ist erst im fünften Level oder fünften Schlüssel möglich. Das ist erst relativ spät, was ein bisschen schlecht ist, finde ich, weil du hast schon eigentlich fast die andere Rüstung und du hast nur so kurz diese Rüstung. Das ist ein bisschen so, hm. Aber na gut. Dann, die Seide habe ich auch geschafft. Die müsst ihr bei den Banditen immer suchen. Die haben wir ja nicht mehr, weil wir haben die Story durchgespielt ab einer bestimmten Mission. Keine Ahnung, welche das war genau. Steht irgendwann Info, alle Banditen weg. Das heißt, du kannst sie nicht mehr treffen, weil zum Beispiel hier ist ein Spawnpunkt, hat er in dem Video gezeigt. Die war natürlich bei mir nicht mehr da, weil ich habe ja schon weiter durchgespielt. Aber ihr könnt hier eine Mission spielen bei den Dieben. Die spezielle Mission, die zweite ist das. Wo man sich mit 8 von den Banditen gleichzeitig prügelt. Genau. Da müsst ihr einfach 7 Stück von den K.O. hauen, damit der 8er noch lebt. Und die einfach, wenn ihr nicht mehr im Kampf seid, sozusagen wo dieses auch gesuchte, gesucht Warnung weg ist. Und ihr sozusagen im friedlichen Modus seid, einfach die looten. Und das so lange machen, bis ihr Seide habt. Ihr habt das so ungefähr so 2 bis 4 Seide immer pro Run, so Minimum, Maximum. Heißt also 2 bis 4 Mal replayen einfach immer und dann habt ihr genug Seide. Das ist der schnellste Weg. Hätten wir auch früher machen können, aber naja, kommen wir erst spät drauf, wenn man danach sucht. Genau, das haben wir fertig. Und ansonsten, wir haben auch alle Assassinen fertig. Und das war's eigentlich schon, genau. Dann können wir reingehen. Holen wir uns die Rüstung, gucken wir, wie die aussieht. Wenn sie scheiße aussieht, machen wir Rüstung rauf. Vom Aussehen, im Sinne von Altair. Ob die erste oder zweite, müssen wir gucken. So, jetzt gib mir die Rüstung. Dicey, ey. Römer, Junge. Holy. Alter, hier ist Rüstung ist immer noch geiler, muss ich sagen. Aber das ist halt mehr für die diese Zeit besser, weil da mehr Stahl ist, statt wie von Alter hier. Aber der drunter auch sowas gab. So, Waffen in Ezios Unterschlupf freigeschaltet. Genau, jetzt haben wir ja Dolch von Brutus freigeschaltet. Das ist der beste Dolch im Spiel. Das weiß ich auch. Rüstung haben wir von ihm freigeschaltet. Haben wir auch an. Ja, dann gucken wir mal. Also, wir haben einen roten Hood. Da, fuck. Wieso ist der rot? Okay, Römer halt, ne? So ein bisschen, okay. Den Wolfspelz haben wir noch. Die Adler an der Seite haben wir auch noch. Oh, das ist sogar ein langer Rock. Boah, da muss man aufpassen, dass man nicht stolpert. Deswegen klippen auch die Füße durch. Ja, ist schon anders, ne? Eine Mischung halt aus Römer, Assassine, also so ein bisschen halt Mönch. Und dann halt so typisch Baba, gegen die gekämpft haben. Die Germanier. Nicht schlecht, sag ich mal so. Also ich bin immer noch mehr ein Fan von Altairs Rüstung. Die dunkle, die zweite, nicht seine erste. Okay, Rüstung und Robbe ist halt was anderes, ne? Oder Montur. Deswegen, aber ist nicht schlecht. Spielen wir mal damit, gucken wir mal, wie das aussieht. Und ansonsten, genau, jetzt gehen wir in unser Versteck. Wir müssen gucken, ob wir den... Haben wir den Dolch jetzt schon? Ich will aber die Stats sehen, aber das ist, glaube ich, was privat für mich gucken. Genau. Gehen wir mal an die Oberfläche. Und ich würde sagen, da wir eh alles fertig haben und es wirklich gar nichts mehr zu tun gibt, außer halt Maiden Story, wir haben schon 87% auf voll, würde ich sagen, sehen wir uns eigentlich bei der nächsten Mission wieder. Und zwar da ganz, 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 mein Gott, ganz, ganz oben. Also, Leute, bis gleich. So, Leute, da wären wir wieder an dem gleichen Punkt wie in der letzten Folge aufgehört. So, interagieren wir jetzt mit dem Ding hier. Mal gucken, was passiert. Oder auch nicht. Muss ich so machen? Ne, von einer Seite wahrscheinlich, ne? Da, wo offen ist. Genau. Wir waren doch zuerst. Der Apfel. Ach, der andere wusste nicht, wo das war. Ja. Nee, wir waren schneller. Es ist vorbei, Assassino. Euer Leben ist verwirkt. Ich glaube nicht. Wache! 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 Wie viele denn noch? Mit dem Edensplitter aus dem Vatikan kommen, keine Gesundheit verlieren. Ey, also rest in peace an alle diese Suchtis, die unbedingt immer auf Konsole, zum Beispiel PlayZ, immer Platin suchten. Oder die immer sagen, ich will perfekt ein Game abschließen, also Selbstziel.
Junge, das ist ja richtig Folter, ne? Niemals im Leben. Wenn du den Apfel benutzt, verlierst du ja Gesundheit. War doch, glaube ich, im letzten Spiel auch so. Dann darfst du ihn ja gar nicht benutzen. Kann ich mich nicht heilen? Aha. Wow. Man hätte auch weglaufen können. Irgendwie sind die jetzt langsamer. Keine Ahnung warum. Du kannst auch die Waffen nicht wechseln. Ja, gehen wir hoch. Das ist auch gut so, dass du mich nicht mehr siehst. Ja, wir sind überall gesucht. Hopp. Hopp. Und runter. Warnung, aus dem Gebiet fliehen. Ja, das können wir gerne machen. Warte mal. Wir gehen mal lieber in der Nähe des Wassers. Schon wieder. Ja, ich bin schon weg, ich bin schon weg. Alles gut. Du kannst dein Dach behalten. Ich brauche das nicht. Und weiter. Instant entdeckt, Junge. Oh, ich habe es endlich geschafft, um die Ecke zu springen, was sonst nie möglich war. Und weg, und weg. Geschafft. Heftig, ey. Du kriegst den Apfel. Endlich kannst du ihn benutzen. Ja, benutze ihn nicht. Optional. Junge, fuck off. Was ist das für eine dumme Mission? Ich sag ja, die überlegen nicht. Die nehmen den Spaß weg, gefühlt. Für die Mission. Rodrigo Borgia ist tot. Oh ja. Und Cesare? Vergiftet, doch er lebt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt. Doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Junge, ey. Mein Gott, den Namen immer wieder, ey. Cesares, nee, Che, genau. Cesares römische Armee vernichten, damit er keine Unterstützung für einen Gegenangriff findet. Junge, immer diese Dialekte, man muss die Zunge so hart umstellen, ey. Dann das eine ist Englisch, das eine ist Italienisch, ey. Dann auf einmal Französisch. Die deutsche Aussprache will immer wieder reindrücken wie Denglisch. Junge, unnormal. Also wie gesagt, Respekt der die Leute, die immer easy Sprachen lernen können. Oder die Zunge umstellen können, weil die schon so oft geübt haben, das ist unnormal. So, kann ich jetzt eigentlich, ja, der Apfel ist frei, aber ich kann immer noch nicht umstellen. Ich muss mit dem Apfel rumlaufen. Junge, was ist los hier? Ihr müsst sie finden. Sie sind überall und nirgends gleichzeitig. Mir ist egal, wie ihr es anstellt. Wir schaffen es nicht alleine, Signore. Ihr müsst uns helfen. Ich bin krank, ihr Idioten! Micheletto wird bald mit meinem Heer kommen. Und dann seht ihr, wie schnell die Assassini fallen. Ihr täuscht euch, Cesare. Wache! Boah, dicke Dinger. Oh, was ist das für ein Zauber? Boah, dieses Slow-Mo. Der eine stirbt sofort. Warten, bis wir regenerieren. Jawohl, greift euch an. Oh, das ist gefährlich. Aber wir müssen ihn verfolgen, wa? Tötet euch. Bleib stehen, komm her. Niemals. Was ist diese weiße Fläche? Das ist wahrscheinlich Insta-Kill, ne? Jetzt ist er down. Okay, ich muss ein bisschen mehr. Ich dachte, das reicht schon. Junge, die haben alle Angst vor mir.
Apfel benutzen. Genau, weiß ist immer Insta-Dev. Demilitarisierung, ey, Junge. September, Junge, jetzt haben wir aber Zeitsprünge am Ende. Junge, oh, nochmal. Stress, dass Cesare sich mit loyalen Templern auf dem Lande treffen will. Der Kardinal bricht heute zu dem Treffen auf. Ich werde ihm folgen. Alter, irgendwie ist die letzte Sequenz ein bisschen gerusht, findet ihr nicht? Also fühlt sich gerade so an, sonst davor immer so langsam, slow. Also wieso, das meiste Spiel davon ist mehr Farming als die Story. Im Vergleich zum zweiten Teil Beispiel, also als Beispiel. Aber jetzt am Ende ist es einfach nur zack, 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 Monatssprünge gefühlt oder was auch immer für ein Sprung das gerade war. Aber na gut, dann rushen wir halt. Alles klar, okay, pass auf, dann let's go. Wir müssen nach da hinten hin. Gut. Oh, die müssen aufpassen. Die suchen uns ja immer noch. Da bringt auch nicht der Umhang, oder der Umhang bringt da gar nichts. Weil es ja extra Mission ist. Okay, irgendwie mal, was müssen wir hier finden? Diesen Menschen überall. Soldaten auch. Wer ist das? Ah, das ist ja, wen ich suchen soll. Ups. Das Ding ist, ich kann mich aber auch nicht hinsetzen wegen dem Apfel. Ist jetzt ein bisschen so ein Problem. Davor habe ich auch schon lange gesucht, deswegen habe ich einmal schon die Mission neu gestartet. Ich dachte mir so, ich habe was falsch gemacht. Aber nee, ich muss einfach nur den Typen folgen, ey. Der sich in der Ecke versteckt. Der guckt immer in die Richtung, wo ich bin, was random ist. Aber er sieht mich nicht, obwohl er mich sieht. Wisst ihr, wie ich meine? So. Also wieder ins Kolosseum, hab verstanden. Lol, da der Steckbrief, der backt die ganze Zeit durch. Einmal durch. Problem ist... Entfernung zum Ziel beibehalten. Junge, ich bin in der Nähe. Wie viel denn noch? Da wären wir. Helft mir und ich erobere Rom zurück. Wir kamen überein, Della Rovere zum Papst zu wählen. Tut uns leid. Ich zahlte für eure Stimmen. Roma ist nicht mehr, was es einst war. Die Borgia-Geldquelle ist versiegt. Ihr Pisser. Das werdet ihr noch bereuen. Assassino, lauft! Gedungene Männer versprechen euch ihr Blut. Aber sobald ihr sie braucht, wenden sie sich gegen euch. Wache! Er spielt die ganze Zeit mit ihm, ey. Bam, Junge. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Zeit schaufeln. Schön im Kreis laufen, weil der eine kann nicht so gut im Kreis laufen anscheinend. Aua, du Pisser. Aua, wieder. Jawohl, aber auch nicht jawohl. Ich find's scheiße, dass ich... Oh mein Gott, die killen mich gleich. Reicht jetzt, Junge. Genau, ergib dich. Das ist echt heavy. So, wir killen jetzt alle. Fucking hell. Das ist echt gefährlich. Mein Gott. Wen greift er denn an überhaupt? So, jetzt haben wir den, oder? Ja. Oh, oh, lauf. Lauf, lauf, lauf. Die übrigen Borgia eliminieren. Junge, wie viele Borgia denn noch? Oh Gott, lauf. Wir brauchen volle Gesundheit dafür. So, die Borgia müssen kommen. Oh mein Gott, sind die schnell. Greift euch gegenseitig an, los. Junge, die haben so eine schwere Rüstung, aber die laufen so schnell. Es ist immer so broken, ey. Im Vergleich zu mir.
Warte mal, kann ich nicht Assassinenhagel machen? Ich liebe die Assassinen. Junge, wie cool sind die? Guck mal, wie schnell das ging. Scheiß Apfel, ey. Oh, wir sind bei der Kaserne. Wieder teleportet. Da war wieder gerade eine Anzeige für Datum. Seine besten Krieger vor dem Haupttor von Roma. Sammelt die Assassinen. Wir kämpfen gemeinsam. Alle Wege führen nach ... Oder nach Roma, ne? Oder Italien? Ist auch ein Spruch gewesen, ne? Weiß aber nicht genau mehr, wie der ging. An der Seite der anderen Assassinen, Cesare und seine letzten verbliebenen Gefolgsleute konfrontieren. Alter, ich glaube, das wird schon der letzte Part heute, wa? Geht voll zackig, ey. Junge, Junge, Junge. Wir laufen die ganze Zeit nur wie mit Apfel rum, ey. Die ganze Zeit. Die Disco-Kugel. Dezember 1503. Ich sag ja, guck mal, wir machen so viele Monatssprünge. Also ich glaube, wenn man wirklich ein Spiel richtig gut schreiben will, also eine volle Länge, hätte man wahrscheinlich eigentlich sowas ausgeschrieben. Und nicht solche, ja, super Sprünge gemacht. Manchmal sind Sprünge gut, um so ein bisschen sozusagen den Flow zu behalten. Aber das fühlt sich gerade richtig gerusht an. Weil davor war manchmal richtig Kaugummi-Effekt. Du denkst dir so, mein Gott, wann ist vorbei? Wirklich so. Und dann auf einmal hast du das hier und du denkst auch nur so, irgendwie hätte ich gerne aber ein bisschen mehr noch gemacht. Im letzten Teil zum Beispiel Rodrigo war so richtig so Drahtzieher und so, ne? Und jetzt hier ist er so richtig so Nebenfigur, unwichtig. Ganz Italien wird vereint sein! Und ihr herrscht an meiner Seite! Ja, moin. Wollt ihr meinen Triumph genießen? Bald trifft Micheletto mit seinem Heer ein. Aber ihr werdet schon vorher sterben. Insieme per la vittoria! 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 Oh, sie hat auch ihre Klinge bekommen, die Claudia. Bam, Junge. So, müssen es heilen. Im Kreis. Du Bastard. Aber ich heile mich so schnell. Ich finde es egal. Bam, Junge. Unsere Assassinen sind auch gleich fertig. Ich werde hier aber einzeln einsetzen. Werden wir nicht, mein Freund, werden wir nicht. Euer Onkel wehrte sich. Meine Männer enttäuschen mich nicht. Sie wissen, was sie dann erwarten würde. Was war das denn? Bald ist euer Leben verwirkt und mein Reich wird wiederhergestellt. Ey, komm her. Reiß dem Assassinen. Ah, das ist gemein. Das war eigentlich voll logisch, was ich jetzt gemacht habe. Naja, gut. Ich will, dass die Assassinen... Bam, Junge, weg mit dir. Denk zweimal nach, bevor du etwas tust, was du dann bereust. Warte, kurz auf Heilung warten. Alle sammeln. Jawohl, let's go. Legt eure Waffen nieder, Cesare Borgia. Oh, da kommen die. Holy, hinten. Wir erobern meine Stadt ein für alle Mal zurück. Das ist nicht mehr eure Stadt. Auf Befehl Papst Julius II. Verhafte ich euch, Cesare Borgia. Für die Verbrechen Mord, Betrug. Unser Kumpel von Anfang des Spiels. No, 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 no. Das ist nicht das Ende. Ketten halten mich nicht. Ich sterbe nicht durch die Hand eines Menschen. Wir gucken doch mal am Ende. Junge. Es war die Art, wie er es sagte. Ketten halten mich nicht. Wenn du so besorgt bist, es gibt immer einen Weg. Nein, er ist zu mächtig. Er muss außer Reichweite von Menschen versteckt werden. So eine Schande. Ein Meisterwerk zu verstecken, wo niemand es sieht. Und doch. Was, wenn er meinte, was er sagte? Ich kann's nicht riskieren. Was gucken wir uns an? Zukunft? Cesare hatte recht. Ich muss gehen. Und deine Freunde? Die Bruderschaft wird fortbestehen. Mit mir oder ohne mich. Was hast du als nächstes vor? Eine Saat sehen. Ein Geschenk. Wenn das der Abschied ist, dann behalte dein Geld. Ich will es nicht. Wir werden uns wiedersehen. Du hast mein Wort. Buona Fortuna, mein ältester Freund. Ja, Leonardo ist echt ein Guter. Und nimm das Geld. Bei deinem mageren Lohn wirst du es brauchen. Schließlich wurde mein Patron verhaftet. Das war nur eine Frage der Zeit, so wie der ist.
Wahrscheinlich das ganze Geld verspielt, hatte gar nichts mehr. Alle Wege führen nach. Geschafft. Okay, ja, auf zur nächsten, Junge. Das ist schon die 8. Sequenz gerade gewesen. Die war so durchgeballert, ey. Und jetzt kommt die 9. und das ist wirklich dann das Ende. Weil jetzt ist es wirklich nur noch Cesare töten und fertig. Neue Gegenstände beim Kunsthändler freigeschaltet. Willst du mich verarschen? Ich habe doch alles gekauft. Neue Attentate? Ha? Willst du mir sagen, die haben sogar noch was? Vittoria Agli Assassini? Lol, was ist das? Okay, das war cool. Jetzt sind wir da, wo wir am Anfang waren. Yo! Wie habt ihr mich gefunden? Der Apfel aus dem Besitz von Mario Auditore führte mich her. Yo! Quicktime Events! Alter, was ist los hier? Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Reißt den elenden Bastard in Stücke! Der Synchrosprecher musste aber auch schreien, ne? Wirklich. Halt, ganz kurz. Hab ich Apfel? Ne, er hat ihn ja weggetan, genau. Jetzt können wir ein für alle Mal endlich richtig kämpfen. Weg mit dir. Oh, das ist lange her, ne? Hey, das macht nicht mal Schaden, weil ich so viel Schutz hab. Geil. Oh mein Gott. Yo, das hat mich getroffen. Junge, was ein Schlachtfest. März 1507. Warte, wir waren doch davor 3, ne? Also Ende des Jahres 3, aber so viele Jahre sind vergangen und dann ist er noch freigekommen. Der Sturz. Junge, sind das Zeitsprünge. Junge, hat er lange nach ihm gesucht. Oder er war lange in Haft und dann ist er freigekommen. Ich brauche Nachschub. Was für Nachschub? Bedient euch doch! Hier liegt mehr als genug davon herum. Tue ich doch gerade. Lol, das sind die Bewohner, die looten das da. Warte, wer sind die Gelben? Zu wem gehören die denn? So, habe ich alles voll? Ja, mehr geht nicht. Gut. Ich nehme das Pferd mit. Mit dem Pferd reißt es sich schneller. Oh, hat er cool gesagt. Da war ich sogar schlau, wa? Kurz nochmal gucken. Irgendwas übersehen? Nee, das ist nur ein Brunnen. Let's get it. Oh, Junge. Oh, wer ballert da? Viviana. Nee, nicht Vivi, sondern Viana. Mein Gott, italienisch. Und rüber. Schönes Pferd. Immer das Weiß auch. Durch die Ruinen auf dem Olivenfeld vorrücken. Nein! Ich habe gerade was Schönes gesagt und dann das. Junge, die Spiele gönnen mir nichts. Ich sag ja. Dann zu Fuß weiter. Am Ende muss man selber alles machen. Okay, links oder rechts lang? Kurz mal Karte. Ich hoffe, wir haben eine Karte. Ui! Oh mein Gott, das ist eine große Karte. Okay, links lang wäre der Weg, rechts lang wäre der Weg. Ich gehe mal rechts lang. Oh nein, 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 nein. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Da soll ich noch nicht hin. Nun musst du auf Gott vertrauen. Ich habe Angst. Miss Piernas. Miss Piernas. Ey, da hätte ich aber gerne mit interagiert. Schade. Okay, es ist sehr eng. Toll, ich dachte, ich habe die Doppelklinge. Oh, schlecht getimed. Weg mit euch. Nee, wir nehmen mal das hier. Oh, lol, Junge, wie schnell lädt er nach? Was ist mit ihm passiert? Shooter. Und weg mit euch. So, gebt ihr mir irgendwas Cooles wieder? So ein bisschen Bolzen. Schade. Gibst du mir ein paar Bolzen wieder und Heilung? Schade. Ja, dann scheiß auf euch. Ich hörte, dass Cesare Borja die Navarese befehligt. Wer? Er war Herrscher von Rom. Was geschah? Man sagt, ein Assassine ermordete seine Gefolgschaft. Große Führer kommen und gehen wie Blätter im Wind. Ich geb dir gleich Wind. Ich geb dir gleich Wind. Tja, moin. Einer weniger. Die beiden Doppelkill. Wehe Spiel, du gibst mir eine Kackanimation. Ich kotze dann im Streit. Lucky. Aber ins Gesicht auch so eine Klinge zu bekommen, ist auch nicht schön, wa?
Da hinten stehen die Schüsse. Ne, da können wir nicht lang. Da gehen wir natürlich den Parkourweg. Zack. Geduld, Geduld, Geduld. Snacken. Wieso kann ich die Muskete von denen nicht benutzen? Das kotzt mich so an, ne? Okay, wie können wir die beiden killen? Eigentlich Double Kill von hinten. Die müssen einmal nochmal hier durchlaufen. Ja, geht wieder Margaret und alles ist hier rot. Der Soundtrack ist auch anders am Ende. Voll cool. Okay, wenn die durchgehen, sofort hinterher. Vielleicht schaffen wir Double Kill. Ansonsten minus 1. Nice, genauso. Oh, fuck. Nix da. Du kannst mich nicht canceln, Junge. Neuer Status gesucht. Junge, das war ich doch schon, oder? Guck mal, wie buggy das oben links ist. Irgendwie so, das eine will nicht, das andere will. Wie geil ist das denn? Der Große da. Und dann zack, weg. Oh, oh. Alter, 126.000 haben wir schon. Junge. Money, rich, rich. Einer weniger. Zwei weniger. Drei weniger. Und weg mit dir. Du bist nur ein Rekrut. Und nochmal weg. Aber diesmal damit. Oh, schönes Gefühl. Mit der Glock zu ballern, ey. 1911, was auch immer. Ach, du Bastard. Okay, pass auf. Dann, Tempo, kommt uns! Weg mit dir. Weg mit dir. Boah, yo, oh mein Gott. Das, also die Eleganz dabei, wie man mit diesen Doppelklingen kämpft, ne? Das ist zu heavy. Richtig schöne Waffe. Ayúdame, mi hijo está herido. Junge. Du Bastard, du wirst sowas von vergiftet, damit du leiden sollst. Okay, also kämpft die Stadtwache gegen die, oder was? Stück für Stück. Stück für Stück. Okay, das sind zu viele. Das ist mein Haus. Por favor. Oh! Junge, nice. Doch, du kleiner Bastard, wa? Genau, Eiertritte. Junge, das zieht, ich sag dir. Da ist es nicht ohne. Durch, durch, durch. Junge, die haben den Kampf aufgegeben, deswegen habe ich die Animation nicht bekommen, oder was? Weg mit euch, alle. Stück für Stück. Oh, da oben ist einer. Damit du nicht mehr da oben verbuggt bist. Ja, ja, ruh dich auf dem Stein ein bisschen aus, ne? Das ist schon in Ordnung. Ah, die sind schon da, ne? Junge. Hä? Wie zum Teufel hat er das getankt? Oh, okay, okay. Not bad. Junge, die kommen endlich. Ne, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Das ist der Synchronsprecher. Der allmächtige Gott. Das ist der Synchronsprecher von dem einen aus dem zweiten Teil. Den Rodrigo erstochen hat in diesem einen offenen Tempel. Von den. Ach, wie hießen die nochmal? Boah, Junge, Alter, die Finisher-Moves sind gerade aber echt heavy. Junge, chill doch. Jetzt.
Piss dich, Junge. Hä? Lol, ich hab mich gerade gefangen genommen. So, immer ein bisschen Looting hier zurück, Junge. Eine Kugel, na wenigstens. Ja, das ist in Ordnung. Scheiß drauf. Halt! Ich würde gerne mit euch reden! Was hat der denn? Junge, der ist in einer anderen Welt. Ja, jetzt sogar doppelt. So, durchkriechen, wa? Ne, drüber klettern. Alter Schwede, wo geht's hier lang? Ah, hier die Treppe. Treppe, die Leiter. Boah, die Kamera ist ja... Oh mein Gott, die Kamera ist ja mal richtig Müll, mal wieder. Wer programmiert so eine Kamera? Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Mein Gott, die Kamera. Alter, ich hasse die. Ich mag die nicht, überhaupt nicht. Cool. Pass auf, nicht, dass es brennt. Der Arme. So, come on. Oh, shit. Oh, hier ist ein bisschen das Timer größer offen als im zweiten Teil. Also weniger Skill gefühlt in dem Teil mit den Klingen zu kämpfen. Beim alten, beim zweiten Teil musst du genau perfekt klicken. Hier habe ich viel zu früh geklickt, trotzdem bekommen. Hm, naja, gut. Ach, komm. Oh! What? Ja, okay, Leute, viel Spaß, ich gehe weiter. Ich muss ja nicht alle töten, nur eine Person. Da oben hin, okay. Okay, er killt seine Kontrahenten. Warte, ist da rechts irgendwas drin? Oder darf ich da nicht mal hin? Weil kann ja immer so sein, dass hier irgendwas in der Ecke ist. Wisst ihr, wie ich meine? Lasst mich leben. Du Ficker. Warte, ich weiß, welchen ich killen muss zuerst. Nein, du sollst in die Ecke. Guck mal, warum nicht, warum nicht? Wie oft soll ich da noch in aim? Das ist so heavy. Wo ist er da hinten? Weg mit dir. Okay, dann halt so. Ach, die spawnen. Ja, ich verpiss mich. Okay, so mache ich das nicht mit, Junge. Die spawnen ja immer wieder neu. Schade, ich dachte, ich könnte hier alles aufräumen, einmal untersuchen, aber hier wird nun endlich gespawnt, denke ich weiter. Außer es waren die, die links waren, das sah nur so aus, aber egal, weiter. Den Belagerungsturm erklimmen, jawohl. Zack, zack, zack. Na komm schon, jawohl. Alter, alle runtergefallen. Und durch. Auf alles scheißen. Da vorne ist er. Wie? Was ist das für eine Animation? Junge, das ist ja wie die neuen Star Wars Filme. Alter, kompletter Schmutz. Hallo? Und nicht schon wieder. So, Leute, da wären wir wieder. Ich glaube, das ist der gleiche Bug wie bei dem Fluggerät. Das heißt, wir müssen 60 Hertz umstellen und V-Sync. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Wow, leck mich am Arsch, ey. Mauern umgeben euch. Es gibt keinen drinnen. Dann kann ich jetzt wieder umstellen? Fuck off, Junge, ich stell wieder um. Junge, als wenn ich hier mit 60 Hertz das Spiel abschließen werde. Nix da. Gib ihm. So, rein da. Müll, ey. Lol. Ich sterbe nicht. Fortuna wird mich nicht verlassen. Ich bin der beste Krieger aller Zeiten. Bleib zurück. Ich kenne keine Niederlagen. Ein Audi... Oh, Spam, 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 Spam. Ach, wahrscheinlich deswegen zu schnell. Ah, eine Rüstung weg. Roma, Italia, España, alles wird mir gehören.
Alter, viele. Egal, was ihr auch tut, ich werde siegen. Nein, bist nicht. Zack. Boah, Alter, wie, Junge, wie doll. Alle wegmachen. Oh, alle geblockt. Cool. Okay, weg mit dem. Weg mit dem. Weg mit dem. Zack, Junge. Weg mit dem. Mit dem. Mit dem. Und dann weiter. Ach, die respawnen eh. Und weiter, und weiter, und weiter. Und nochmal ein Stück ab, Junge. Bossfight pur. Zack, Junge. Zack, Junge. Weg mit dir. Oh mein Gott, was eine Animation. Und das war's. Und dafür musste ich einmal auf 60 Herzen V-Sync machen. Junge, ich kotze. Der Thron gehörte mir. Etwas zu wollen, gibt euch lange nicht das Recht. Was wisst ihr schon? Dass ein wahrer Herrscher das Volk stärkt, das er beherrscht. Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Du schreist nur rum. Sono ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. Ihr tötet mich nicht. Kein Mensch kann mich töten. Dann lasse ich das Schicksal entscheiden. Inwiefern? Schmeißt du ihn runter oder was? Ja. Lol. Ja, auf Wiedersehen. Der Thron gehörte mir. Was wisst ihr schon? Alter, was passiert hier? Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. What the hell passiert hier? Ihr tötet mich nicht. Kein Mensch kann mich töten. Der hat den Apfel? Hä? What the fuck passiert hier? Ah, er kam hierhin zurück, um den Apfel hierhin zu versiegeln, oder was? Jo. Gehen weg, komm wieder. Ah, im Kolosseum war das diesmal, oder was? Oder ist es nur ein Zeitsprung wieder? Requiescat in pace, yo. So. Wir haben es. Das Kolosseum. Gehen wir. Es ist nicht allzu weit. Wartet, da war was mit dieser Tür. Ich habe keinen Griff gesehen. Lasst mich das checken. Super. Dann brauchen wir also eine Art futuristischen Schlüssel. Das ist ein verbal ausgelöster Mechanismus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also brauchen wir ein Passwort? Summe mal Beethovens Fünfte. Scheiß italienisches Stromnetz. Ezios Erinnerungen können wir schon mal nicht durchsuchen. Okay, und dann natürlich jetzt noch den Abschluss. Wir müssen das Passwort finden. Das Passwort. Ezio kennt die Antwort. Nur leider ist er tot. Unfassbar, dass wir hier festsitzen. Halt, ich weiß es. Das Adlerauge. Ja, das Licht zeigt den Weg. Warte, kann ich trotzdem mit jemandem noch interagieren? Nicht, dass ich umsonst, einfach hier nichts tue, in dem Sinne, warte. Ja, da, das Ding leuchtet. Ah. Ach, das ist nur eine Lampe da dran. Junge, jetzt sind auch die ganzen Reliquien weg. Irgendetwas. Oder muss ich raus? Machen wir weiter mit der E-Sicht. Mal gucken, was passiert. Das muss der richtige Weg sein, oder? Ja, wollte gerade sagen, da.
Hey, vielleicht hat das hiermit zu tun. Ganz genau. Dasselbe Symbol wie auf der Tür zum Gewölbe. 1419, 1420 und 21. Und wenn es keine Daten sind? 1419, 1420. Oh mein Gott! Was? Gott! Sprich dich aus! Ja, hallo, tu ich doch! Das Tetragramm, die 72 Namen Gottes, seht ihr? Sie werden in drei Versen überliefert, Exodus 19 bis 21. Und, das wird euch gefallen, werden die vier hebräischen Zeichen von Gottes Namen in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, ergeben ihre Zahlenwerte die Zahl der Namen, 72. Bist du dir da auch absolut sicher? Was meinst du, warum ich es laut sage, Rebecca, hä? Aber das Beste kommt ja noch. Der Bau des Kolosseums begann im Jahr 72. Bäm, bäm, bäm. Ja, unser Passwort. Sean, hol den Van. Alles klar, dann auf zum Kolosseum. Die Frage ist, wie weit geht das Spiel noch? Weil ich habe es ja nie gespielt, deswegen wir sind ja zusammen gerade zum ersten Mal mit durchspielen. Oder ich zusammen mit euch. Was wird hier noch passieren? Kommt noch jemand oder ist gleich einfach nur so plüpp, Ende, wir haben Apfel. Déjà-vu. Schon klar. Gehen wir. Hey, 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 und was ist mit uns? Ihr könntet da unten einen Historiker brauchen. Das stimmt. Der Tunnel sollte unter das Kapitol führen. Wir suchen einen anderen Eingang. Vorsichtig, Desmond. Ich fahre. Ha, ja, netter Versuch. Ich kenne dein Auto. Na gut. Wir dürfen unsere kleine Solo-Action endlich mal haben. Geil. Wie gesagt, ich hoffe, dass im nächsten Teil noch mehr Desmond-Action ist, weil ich weiß, dass in AC3 das letzte Mal ja mit Desmond gespielt wird. Und ich das ja auch nicht durch habe. Deswegen, ich hoffe, da kommt noch genug und nicht nur ein bisschen. So. Wir haben da unten noch was, aber da wollen wir nicht hin. Lucy, ich bin gleich beim Eingang. Okay, gut. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, nimm die Beine in die Hand. Ich werd's mir merken. Oder ich hau den selber eine rein. Je nachdem. Okay, nice. Diesmal sogar in moderner Kleidung. Ich sag ja einfach nur die beste Technologie nehmen und sich den besten Assassinen, Robbe, Rüstung, Montur zu machen. Das wäre so geil, ey. So, wo willst du mich hinschicken? Da nicht hin. Hier hin? Wollte gerade sagen. Einfach nur dumm reinspringen ist es wahrscheinlich nicht. Checkpoint erreicht. Aha. Wow, ich werde wirklich den Apfel anfassen. Es war ein langer Weg. Du hast es dir verdient. Ich frag mich, ob er etwas ändert. Ob er die Lage zu unseren Gunsten verbessern kann. Jetzt bin ich ein bisschen... Das muss er. Bin ich mir da sicher, was ich hier tue? Irgendwie nicht, muss ich ehrlich zugeben. Doch, 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 das ist richtig. Nee, doch, oder? Oh, lol, wir sehen da was. Lol, wo wir gekämpft haben. Mann, war das cool. Okay, darauf mehr achten. So, der gerade Weg wird noch da, ja komm. Da unten durch oder was? Nee, da oben lang. So, und hopp. Wunderschön. Oh, der klettert schneller als Ezio. Das ist gut, das ist richtig gut. Was werden wir finden? Eine Karte der Tempel, hoffe ich. Der Apfel wird sie uns einfach geben, oder wie? Ja? Oh, ist das Elvis da drüben? Vielleicht haben wir ja mal Glück. So, ich glaube, die Tauben sollen den Weg zeigen. Wahrscheinlich. Oh, bitte nicht die ganze Zeit ausrutschen, das wäre nicht schön. Wunderschön. Und da, nee, wir hätten weiter nach oben, oder? Ja, nach links. Scheiße. Da, die kleine Lücke wahrscheinlich. Okay, dann weiter. Oh, diese Kamera wieder. Und runter.
Was für eine Anlage. Das ist das reinste Labyrinth. Jo. Im Hypogeum waren die Käfige der Gladiatoren und Apparate, die sie nach oben brachten. Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich unterhalb der Arena. Gut zu wissen. Zack, zack, hopp. Wieder noch. So, wo soll ich wieder lang? Hier oben. Okay, die Generatoren sind sozusagen die Kisten. Jo, ich bin so gespannt gerade, ne? Wie das Ende ist. Deswegen ist die Folge sozusagen doppelte Länge. Weil, warum brechen und den Flow wegnehmen, anstatt einfach durchballern? Und? Wie viele Tage noch bis zum Start des Templer-Satelliten? 72. Ich glaube, ich kenne die Antwort. 72. Warum ist heute so wichtig? Wir holen doch nur den Apfel und gehen wieder. Der Türcode. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, schätze auch. Ja, da bin ich mal gespannt. Bam, Junge. Jawohl. So hieß ja sonst eh nichts. Und hopp. Und gib ihm, Junge. Geil. Gut, dass einer hier Heu hingelegt hat. Okay, hier kenne ich mich wieder aus. Oh. Da ist ein Zeichen. Da ist noch ein Zeichen. Alter, das sieht man gar nicht ohne. Voll cool. Also, da ist nichts, da ist nichts. Was steht da? Okay, warte mal. Und den hier? Hey, hey, ran da, ran da, ran da. Oh, Kamera, come on. Jawoll. Gott sei Dank geht das so leicht, Junge. Oh, Cutscene? Da ist jemand. Wir widmen diesen Ort dem Nachruf auf unser. Das ist jemand anders. Möge ihn der finden, der seiner würdig ist. Möge er ihn führen. Möge er seinen Weg vorzeichnen. Möge er die Welt retten, die wir hinterließen. Wer sind Sie? Gut, das war jetzt nicht Juno. Die, die wir zum ersten Mal gesehen haben. Irgendwas noch hier im Raum? Nee, nur Dunkelheit. Gut, gehen wir weiter. Wir müssen da oben lang. Hopp, Junge. Bleiben wir mal hier oben. Ich glaube, das ist schon mal gut so, der Weg. Oh nein! Da wollte ich zu viel. Gut, müssen wir wieder von vorne? Ich hoffe, okay. Gott sei Dank nicht. Oder doch? Ha. Huh. Ja, doch, indirekt schon. Na gut. Na, das geht auch nicht. Dann müssen wir natürlich den Weg hier nehmen. Ach komm. Okay, wo hätten wir da hingemusst? Hm. So, wenn es das nicht ist, und wir können da auch nicht lang, dann muss doch eigentlich die Gitter sein. Genau. Weh, das ist es nicht. Wollte gerade sagen. Wunderschön. Und hopp. Nice. Schon wieder. Am Anfang schrieben wir die Wahrheit auf Pergament. Auf Stein. Ins Gedächtnis der Menschen. Wow. Doch all dies war unbestimmt. Also das war ich gerade, aber ich dachte so, what the fuck. Geläutert durch Feuer. Geläutert durch Dürre. Okay, jetzt sollen wir auch. Geläutert durch Flut. Die ganze Welt ist wieder unschuldig. Unschuldig und unwissend. Voll crazy. Ja, wenn man das Adlerauge nicht hätte, dann müsste man oder auf Luck gehen oder logikmäßig so einfach alles anfassen.
So, jetzt nach oben. Ja. Warte, ist hier noch irgendwas? Nee, okay. Nicht, dass wir was überspringen. Boah, wie smooth der klettert, das gefällt mir. Viel bessere Animation gefühlt als in dem Animus. Mach die Tür auf. Ich komme. Das wurde auch Zeit. Wo sind wir hier? Santa Maria Aracoeli. Siehst du die Säulen entlang? Ah, wir waren doch hier mit den vier Aufgaben, oder? Römischen Ruinen. Nun, angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut. Wir haben hier diese vier Aufgaben gemacht für das eine Grab. Du magst die Decke, Mann. Was für eine tolle Reisebegleitung du bist. Das ist ja mal cool. Da oben sehen wir was. Schön fettgelb leuchten. So, können wir noch irgendwie interagieren? Nicht, dass wir zu schnell laufen. Und auf einmal hören wir nichts mehr. Wohin jetzt? Da oben ist was. Ezio zeigt uns den Weg. Das ist gut. Jo. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Achso, das sind Kerzen. Ich dachte schon so, what the fuck? Ach ja, wir bleiben einfach hier unten, oder? Und beten für irgendwas. Nice. Holy shit. Alter, noch so ein Parkour-Ding. Alles klar. Wir schufen sie nicht, um weise zu sein. Und nun sind sie unsere letzte, vergebliche Hoffnung. Ihr seid sie. Ihr seid sie? Die Menschen, was? Ihr habt uns erschaffen. Ein auf den. Ihr besitzt das Potenzial zu verstehen. Doch zerstörtet die Instrumente. Oder setztet sie gegeneinander ein. Wir zerstörten, was wir konnten. Verbargen, was wir nicht konnten. Okay. Ja, das sowieso immer Menschheit, ne? Problem ist halt, nicht die richtigen Menschen sind an der Macht meistens und deswegen finden die das und nutzen das aus. Das ist das ganz, ganz, ganz große Problem. Falls ich mal runterfalle, oder was? Hier geht was auf. Viele. Nicht alle. Wo ist sie? Und es bedarf nicht vieler, um die Welt zu vernichten. Hier ist es sicher. Auf ewig. Ein Ort für Dinge. Worte. Weisheit. Aber nicht Leben. Fast hatten wir die Mittel. Aber Zeit... Zeit zerfraß uns. Ja, wie viele Filme sich auch immer über Reiche drehen, die unendlich leben wollen. Wir können sie durchschauen. Links ausweichen, wenn sie rechts schlägt. Aber ihr Arm ist entsetzlich lang. Ihre Ausdauer unendlich. Wir können nicht entkommen. Nicht ewig. Aha, okay. Junge, das ist aber auch eine Parkour-Challenge hier gerade, ey. Unnormal. Alles klar. So, Finale oder was? Hier kommt's. Hallo. Das steht nicht im Bauplan. Lass mich runter. Ich frage mich, wer das renoviert hat und das nicht bemerkt hat, die Schalter. Oh nee, Kack, Kamera wieder mal. Jawohl, Junge. Tägliches Training abgeschlossen. Was immer das ist, es funktioniert nicht. Eine Sackgasse. Ja, warte, bis wir da sind.
Da bin ich nicht so... Junge, ey, wie ein Alienschiff. Ab nach unten. Du Scheiße. Ja, wenn du uns umbringen willst, Kumpel, musst du dich schon ein kleines bisschen mehr anstrengen. Oh Mann. Wir sind da. Yo. Und jetzt das Passwort. Falls Sean recht hat. Ich hab immer recht. Auch mit der Sackgasse? Hab ich nie gesagt, ein Missverständnis. Also, davon habe ich noch nie was gehört. Das Zeichen wieder. Das leuchtet gelb, warte, kann ich wieder hingehen? Ne, das wäre lustig gewesen. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Hier ist nur Wasser. Wait, was ist das da unten? Schade. Ich dachte, man könnte irgendwas nachgucken. So, und hier muss das Zeichen sein. Glaubst du, es versteht Deutsch? Sag's einfach. Okay. 72. Alter Schwede. Junge, wie weit geht es noch? Heavy. Okay, vibrieren. Oh, sag mir nicht wieder 60 Frames, Fick. Oh, endlich. Nach dir. Oh, Junge. Wirklich, du kriegst Herzinfarkte, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert in dem Spiel. Weil hier kann ich ja nicht sterben, dann muss ich wieder beenden machen, statt einen Neustart. Und wenn dann das... Wow. Das ist erstaunlich. Wow. Da vorne ist Ezio. Echt beeindruckend. Heftig. Hier ist eine Plattform. Da ist er. Der Apfel ist wohl in der Mitte. Finden wir raus, wo diese Tempel sind. Aha. Okay, pass auf. Wir müssen anscheinend mehrere Dinge benutzen. Ja. Hier ist aber nichts mehr, ne? Nee. Ja gut, dann jump ich mal los. So, beliebige Taste. Natürlich muss damit noch sein. Schalter. Wenn du alle betätigst, leitest du vielleicht Strom zur zentralen Plattform. Oder du verwandelst den Raum in eine Untertasse, die mit uns allen davonfliegt. Überleg es dir. Ja. 100 Jahre könnte ich sprechen. Oh, ihr würdet uns nicht kennen. Hier mit 5 Sinnen. Hier mit 6. Ah, das meinen die damit. Einen verwerten wir euch. Zur Sicherheit. Jetzt könnt ihr nie wissen. Ey, das ist gemein. Raten. Ihr könnt sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören. Wissen blieb euch verwehrt. Lol. Ja, deswegen gefühlt jeder Mensch muss von neu anfangen. Ich sag ja, man muss gefühlt anfangen. So was wie eine SSD für Menschen haben, damit man das ganze Wissen auf einmal bei der Geburt kriegen kann. Damit man nicht die Zeit wieder verliert, erneut alles zu lernen, was andere Menschen schon wissen. Wait. Muss ich den auch betätigen? Nee, nur einen, ne? Schnell, schnell, schnell. Zeit ist ja Zeit. Dahin schaffe ich nicht, oder? Irgendwie nicht, nee. Aha, ich muss höher. Jetzt verstehe ich, was mein Fehler war gerade. Scheiße. Ich muss nach ganz, ganz oben. Beeilung. Zack. Danach, als es um die Welt geschehen war, wollten wir es durch das Blut weitergeben.
euch so an uns binden. Aha. Ihr seht den blauen Schimmer. Ihr hört die Worte, aber ihr wisst nicht. Wait, war das der Falsche? Ja, wollte gerade sagen. Ja, Och, Mann, das Licht da halt, ne? Oh, zum Kotzen. Nein. Dann halt nochmal von vorne. Okay, wir müssen echt auf die Farben achten. Junge, ich versuche gleichzeitig zuzuhören, aber auch es auch zu machen. Muss ich es betätigen? Nee, ich muss nur erneut den anspringen. Ganz genau. Und hopp. Nehmen wir den kurzen Weg. Zack, Junge. Okay, kurz. So kurz ist er auch nicht. Wir müssen trotzdem den langen Weg einmal im Kreis springen. Das ist so interessant, solche Stellen, ey. Und dann muss man nebenbei sowas machen. So, wir müssen nach rechts. Jawohl, come on. Greif fest und hopp. Und hopp. Und nochmal. Wunderschön. Lassen sollen, wie ihr wart. Alter, warst du wütend? Ganz ruhig. Okay. Junge, was ein Weg hier. Es ist schwer zu verweilen. Wissen, so wie wir. Wir warten auf dich, Desmond. Du wirst kommen. Du wirst es aktivieren. Was aktivieren? Aber du weißt es erst, wenn es zu spät ist. Hast du das auch gehört? Was gehört, Desmond? What the hell? Und hopp, hopp, hopp. Junge, Junge, Junge. Was ist das für eine Maschine? Was ist das überhaupt für eine Energiequelle? Das würde ich auch gerne wissen, ey. Woher kommt die Energie? Wieso kann die unendlich gefühlt bleiben? Junge, Fragen über Fragen, ich sag's euch. Cutscene? Mach eine, bitte. Okay, vielleicht dauern die einfach nur doppelt so lange, weil wir doppelte FPS haben. Mal gucken. So, Leute, da sind wir schon wieder. Lustigerweise musste ich nicht mal so viel machen. Ich habe nur kurz umgestellt und auf einmal hat es wieder akzeptiert. Also manchmal muss man gar nicht neu starten, sondern einfach nur einmal umstellen, ganz schnell. Alter Schwede, na gut. So, der Apfel, come on. Und wo sind die Tempel? Soll ich danach fragen? Oder daran denken oder so. Wow. Hast du die richtige Frage gestellt? Das kenne ich. Ich kenne das Symbol. Eine phrygische Mütze. Sie steht für Freiheit. Und da, das Freimaurerauge. Die beiden kommen nur an einem Ort zusammen. Was ist los? Ich bin gelähmt. Deine DNA kommuniziert mit dem Apfel. Du hast ihn aktiviert. Okay. Lass mich gehen. Am 72. Tag vor dem Moment des Erwachens. Du, Frucht unserer Lenden und der Lenden unserer Feinde. Das Ende und der Anfang, den wir hassen und verehren. Nun beginnt die letzte Reise. Die letzte? Da ist eine, die dich durch das Tor begleiten wird. Du weißt nicht, wer sie ist. Das Kreuz verdunkelt den Horizont. Das Kreuz? Templer? Sie? Was soll das? Lucy. Der Weg muss geöffnet werden. Du kannst deiner Rolle nicht entkommen. Es muss ausgeglichen sein. Junge. Bitte, aufhören. Du weißt sehr wenig. Wir müssen dich führen. Wir müssen dich führen? Das ist so crazy. Ich habe das Gefühl, mit 60 Hertz wäre besser, die Cutscene, weil man dann sehen würde. Dich nicht. Unnormal.
Nein! Beliebige Taste drücken. What the fuck? Was, wenn ich nichts drücke? Was dann? Macht automatisch? Na gut, Leute, dann drücken wir mal. Es ist getan. Der Weg liegt nun vor dir. Nur sie muss noch gefunden werden. Erwecke den Sechsten. Den Sechsten? Geh allein. What the fuck? Also war sie doch eine Geheimagentin bis zum Schluss. Heavy. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Also indirekt, vielleicht hätte man es vielleicht sehen kommen können. Aber holy. Das heißt, sie war erst eine Assassinin. Nee, Templer. Nee, erst Assassinen, die dann zu den Templern gegangen ist, um zu infiltrieren. Dann wurde sie von Vidic gerettet. Jetzt, dann ist sie doch Templerin komplett geworden, weil sie schon so lange da ist. Und der Soundtrack ist Bombe. Holy shit. So, gibt's jetzt Credits oder nicht? Holy shit, okay, also sie ist jetzt tot. Jetzt verstehe ich, warum ich damals, wo ich die ganzen Teile nicht gespielt habe und ich habe 3 angefangen, warum sie nicht mehr da war. Jetzt verstehe ich das. Aha. Aber wieso ist der jetzt in Unmacht gefallen? Wegen der Apfel wahrscheinlich? Tja, jetzt sind nur noch Rebecca und Sean da. Er hat einen Schock. Er ja. muss in die Maschine. Das ist deine einzige Chance. Der Animus hat das verursacht. Ich bin der Experte. Los jetzt. Nein. Wer ist denn das? Welcher Experte? So, Leute, da wären wir wieder. Holy shit, hat das lang gedauert. Alter, 10, 15 Minuten saß ich hier gefühlt. Ein Messer ins Herz. Ja, damit haben wir das durch, das Spiel. Jetzt hätte man theoretisch als Abschluss, weil wir es ja vorher gemacht haben, aber... Im perfekten System oder im perfekten Ablauf hätten wir jetzt noch das DLC mit Da Vinci. Und dann hätten wir das durchgehabt. Und dann hätte man noch so eine extra Cutscene gehabt. Die könnt ihr euch gerne bei YouTube mal reinziehen. Oder wenn ihr bei Wikipedia das eingibt, gibt es auch nochmal das Dialog in Schrift. Das ist eigentlich nur, dass da sozusagen BM, also William Miles, das heißt der Vater von ihm hier, dazu kommt. Weil man hat ja davor gehört, steckt ihn in Animus oder so, weil er einen Schock hat. Und dann kommt, glaube ich, das nochmal extra. Oder vielleicht war das sogar... Da bin ich nicht mal 100% sicher, was es war. Also, falls ihr wollt, guckt euch das gerne mal an bei YouTube. Ist nur ein kleines, ja, kleine Feinheit, Detail. Genau. Ansonsten, wie ihr seht, wir haben nichts mehr zu tun. Wir haben alles durch. Und, was noch? Was noch? Was soll ich noch sagen? Ja, eigentlich gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben es durch. So, der nächste Teil ist ja Revelation. Den habe ich ja gar nicht gespielt. Also wirklich, ich habe keine Ahnung, was im nächsten Teil passieren wird. Aber natürlich werden wir einen kurzen Break von Assassin's Creed machen, weil wir haben jetzt gerade ordentlich reingesuchtet, viele Parts gemacht. Jetzt kommen erstmal wieder ein paar, vielleicht ein Indie-Game, weil ich habe einen im Blick. Vielleicht machen wir das ein paar Parts dazu. Wir werden wieder ein paar andere Spiele von früher wieder ein bisschen hochholen, weil die ein Update kriegen werden. Oder haben. Und dann, wenn wir ein paar gezockt haben, dann kommt natürlich der nächste Assassin's Creed-Teil. Außer es kommt der nächste große Release, denn, das ist schon mal eine Ankündigung, Ghost of Tsushima kommt bald raus. Das ist das A und O, was als allererstes kommen wird. Weil darauf habe ich 4 Jahre gewartet. Und das werde ich mir nicht nehmen lassen, am ersten Tag sofort die Scheiße zersuchten. Und wir werden es natürlich als Video machen, weil im Stream lohnt sich noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn wir mal größer zusammen sind. Genau. Und ansonsten muss ich noch gucken, was für Releases kommen werden. Genau. Na gut, Leute. Wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.